Ich kann es nicht glauben, Freunde. Eiichiro Oda tut es wirklich. Wir erfahren endlich mehr über Imusama, das Geheimnis, was uns doch schon so lange plagt. Wir erfahren irgendwas über Alabasta. Die Königin während des verlorenen Jahrhunderts hieß Lily und ist aus einem unbekannten Grund verschwunden. Und König Cobra kennt diesen Grund nicht und hat anscheinend deshalb mit den Gorosei geredet, damit er erfährt, was mit ihr passiert ist. Aber die Gorosei wissen es nicht. Und dann taucht Imo auf und sagt Lily. Es ist unglaublich. Also die ganzen Hinweise waren ja offensichtlich, dass da irgendwas mit Alabasta los ist. Imusama hat ja auch das Bild von Vivi in der Hand, als er den leeren Thron von Pangea hochstieg. Es ist unglaublich. Also ich gebe euch jetzt mal eine Aufgabe. Schaut euch den Alabasta-Arc im Manga nochmal genau an und schickt mir ruhig auch auf Instagram Fotos, Bilder, wo ihr denkt, ey, das könnte vielleicht doch irgendwas zu bedeuten haben rund um Imusama. Ich werde mir das Ganze auch durchlesen. Habe jetzt schon ein paar Dinge für euch vorbereitet. Also keine Sorge, die Pause über überstehen wir extrem gut. Am Donnerstag gibt es den Livestream am Abend mit Shusui höchstwahrscheinlich. Wir werden uns da über das Kapitel nochmal ausgiebig unterhalten und ich denke, das wird uns auf jeden Fall beschäftigen, bis dann das nächste Kapitel erscheint. Also Leute, haltet euch fest, heute werden wir darüber reden, warum Lily verschwunden sein könnte, was es damit auf sich hat, warum sie kein Tenryobito werden wollte und was Imusama von Vivi will. Falls ihr in dieser heißen Phase dabei sein wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, dann verbringen wir diese epische Zeit gemeinsam und gehen dem Geheimnis auf den Grund. König Cobra sprach zuerst mit den fünf Weisen über Königin Lily. Dann kam auf einmal Imusama dazu und sagte Lily. Und wir wissen, dass König Cobra nach diesem Gespräch gestorben ist, weil er getötet wurde, höchstwahrscheinlich von Imu oder einem der fünf Weisen. Jetzt könnte man hingehen und sagen, ist etwa Imusama wirklich Lily? Diese Möglichkeit will ich gar nicht außer Acht lassen, aber in diesem Video wollen wir eher die Möglichkeit betrachten, dass Lily wirklich eine eigene Person ist und Imusama etwas mit Lily zu tun hatte, aber selbst nicht Lily ist. Was mir persönlich natürlich mehr gefallen würde. Weil wenn wir uns mal einfach die Gesamtstruktur in Marijoa anschauen, die 20 Gründerfamilien sind ja die Tenryobito. Das würde ja heißen, dass eigentlich Imusama dann auch nur Lily wäre und auch nur ein ganz normaler Tenryobito. Warum sitzt er aber auf dem leeren Thron? Das ergibt also von der Hinsicht aus keinen Sinn, dass Imusama wirklich Lily ist. Es würde mich persönlich freuen, aber rein von der Wahrscheinlichkeit ist das etwas unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen. Während der Reverie haben wir ja mitbekommen seitens der Gorosei, dass die Nefertari-Familie als eine Verräterfamilie angesehen wird, weil sie sich weigerten, Marijoa zu leben als Tenryobito-Familie. Seither sollte eigentlich bekannt sein, dass höchstwahrscheinlich die Gründerfamilien Alabasta ausgeschlossen haben und die Königin höchstwahrscheinlich sogar gejagt haben. Der Grund, warum Lily also verschwunden ist, ist höchstwahrscheinlich, weil sie ihr Land beschützen wollte und ihr Land war nicht sicher, wenn sie dort war, weil irgendeiner der Gründerfamilien oder sogar die Weltregierung gemeinsam würde versuchen, Lily zu schaden und somit auch Alabasta schaden. Höchstwahrscheinlich kannte Lily sogar Imusama, weil Imusama sollte vor den 20 Gründerfamilien sich auf jeden Fall bekennen und als Anführer damals bekannt sein. Die jetzigen Tenryobito wissen höchstwahrscheinlich nicht von Imusama Bescheid, aber die Gründerväter wissen es zu 1 Million%. Vor 800 Jahren endete der Krieg zwischen Imusama und Joy Boy. Ob da noch eine dritte Partei mitgemischt hat wie Davy Jones, lassen wir jetzt mal außer Acht. Wir konzentrieren uns jetzt gerade nur auf Imusama und Joy Boy. Der Kampf zwischen den beiden ging wohl 100 Jahre lang. In diesem verlorenen Jahrhundert schaffte es Imusama anscheinend, Joy Boy zu hintergehen und ihn zu stürzen und die Weltherrschaft an sich zu reißen und die Weltregierung zu gründen. Alabasta ist in der Story von One Piece das Land, was uns so richtig in das Thema rund um die Poneglyphen und das verlorene Jahrhundert reingebracht hat. Und seither verbinden wir das vergessene Königreich und die Poneglyphen natürlich in gewisser Weise auch mit Alabasta. Deshalb ist es umso schockierender, wenn man merkt, dass Alabasta sich anscheinend gegen Joy Boy gestellt hat. Oder haben sie es etwa nicht getan? Wurde eventuell die Königin Lily von einer gewissen Person bedroht, damit sie ihnen
ihnen hilft? Ich vermute ja. Da Joy Boy und seine Verbündeten extrem stark waren, ist es unwahrscheinlich, dass Im-sama, ohne ihn zu kennen, überhaupt erst auf ihn treffen konnte. Höchstwahrscheinlich kannten sich Im-sama und Joy Boy schon seit ihrer Kindheit, haben aber beide dasselbe Mädchen geliebt, und zwar Lily, die Königin von Alabasta. Das Ganze ergibt sehr viel Sinn, denn wir haben eine Insel kennengelernt in One Piece, die heißt Amazon Lily, ein Land, wo nur Frauen leben, und dieses Land ist dafür bekannt, dass ihre Anführer, also die Könige von Amazon Lily, aufgrund von Liebe gestorben sind. Wir haben ja während des Timeskips gesehen, dass Boa Hancock krank wurde, als sie sich in Ruffy verliebt hat. Ruffy stellt in der Story Joy Boy dar und dies könnte eine Referenz dazu sein, dass Lily sich auch damals in Joy Boy verliebt hatte und nach dem Verrat an diesen aufgrund von Liebe in Amazon Lily starb. Jetzt gibt es natürlich auch die andere Seite, und zwar Imu-sama. Woran merkt man denn, dass Imu-sama Lily geliebt hat? Direkt als Cobra über Lily spricht, erscheint auch Imu und ist am Gespräch direkt beteiligt. Eigentlich sollte Imu sich in Mary Joa nicht zeigen. Keiner der Könige darf überhaupt erfahren, dass Imu-sama existiert, denn Imu steht quasi über allen und sitzt sich auf dem leeren Thron. Die Könige sind ja alle davon überzeugt, dass es eine Demokratie gibt. Sie kommen dahin, diskutieren und wollen Entscheidungen treffen und denken, sie haben da wirklich auch was erreicht. Und deshalb bin ich mir sicher, dass Imu sich hier nur gezeigt hat, weil das Gesprächsthema ihn sehr, sehr interessiert. Wir haben lange Zeit geglaubt, dass Imu ein weiblicher Charakter ist, doch jetzt mit dieser Enthüllung wird es etwas unwahrscheinlicher. Da der Naruto-Mangaka sich dafür entschieden hat, im Finale Kaguya als Endgegner zu wählen, steht jetzt Eiichiro Oda unter Druck, dass er den finalen Gegner männlich machen muss. Deshalb, wir haben schon mitbekommen, dass Eiichiro Oda einige Dinge im Manga im späteren Verlauf geändert hat. Ich sag nur die Silhouette von Kaido. Das Endprodukt war ganz, ganz anders, Freunde. Also wir waren ja alle schockiert, als wir gesehen haben, wer Kaido dann wirklich ist. Also deshalb ist es klar, dass hier Eiichiro da jetzt höchstwahrscheinlich den Weg geht und Imu doch zu einem Mann macht, damit das Ganze sich nicht wiederholt wie bei Naruto. Das wäre ja ein bisschen kritisch. Also er würde auf jeden Fall kritisiert werden, auch von Shonen Jump, weil Naruto ist auch von Shonen Jump. Das wäre schon ziemlich unfair, auch gegenüber dem Mangaka von Naruto. Um zurück zu Imus Auftritt zu kommen, er kommt auf jeden Fall ins Gespräch rein, sagt Lily, weil das Thema ihn sehr interessiert. Er ist anscheinend immer noch verletzt davon, dass Lily sich für Joy Boy entschieden hat, anstatt für ihn. Joy Boy ist höchstwahrscheinlich nach diesem Kampf gestorben oder war nicht mehr in der Lage dazu, Lily zu treffen. Lily ging nach Amazon, Lily hat dieses Land gegründet, ist dann auch irgendwann gestorben, wegen dieser Krankheit, welche durch die Liebe ausgelöst wird. Imu-sama ist jetzt seit Jahren immer wieder traurig, dass Lily ihn verraten hat. Und wir haben ja auch gesehen, dass Imu das Bild von Vivi auf den leeren Thron mitgenommen hat. Der leere Thron nimmt somit eine ganz andere Bedeutung an. Der leere Thron steht für Einsamkeit. Imu ist einsam und will natürlich Lily haben, weil er sich in Lily verliebt hat. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich bin kein Experte in solchen Sachen, ne? Also in solchen Thematiken bin ich kein Experte, aber ich sehe es jetzt alles nur aus der logischen Sicht. Also Im-sama vermisst immer noch Lily und ist verliebt in sie gewesen, sitzt deshalb auf dem leeren Thron. Der Name leerer Thron passt deshalb, weil Im-sama halt einsam ist und Lily vermisst, wie gesagt. Das Bild von Vivi könnte er in der Hand halten, weil er vielleicht Vivi anstatt von Lily haben will. Also dass Vivi seine Frau wird, damit er einen Ersatz für Lily hat. Wenn Vivi sich verweigert, will er natürlich Vivi töten. Höchstwahrscheinlich ist auch so oder aus einem ähnlichen Grund die Frau von König Cobra gestorben. Wir wissen ja auch nicht, wo Vivis Mutter war oder wie sie gestorben ist. Das könnte auch das Spiel von Imu sein. Irgendwann muss es auch in One Piece dazu kommen. Irgendwie muss man ja eine Verbindung zwischen Imu-sama und Joy Boy schaffen. Einen Grund schaffen, warum sie sich nicht mehr vertragen haben, warum ihre Freundschaft geendet hat, warum es den riesigen Krieg gab. Das passiert ja nicht alles ohne Grund. Und hier haben wir den Grund, eine Frau. Sie haben
haben sich beide verliebt gehabt. Die Frau konnte sich nicht entscheiden. Wegen ihr gab es den großen Krieg. Und im Endeffekt steht jetzt die Welt im Abgrund. Imusama ist einsam. Joyboy kehrt wieder zurück. Also das Finale wird sehr, sehr spannend. Das war so meine erste Theorie zu diesem Thema. Es werden noch einige weitere Videos kommen. Wie gesagt, ihr könnt gerne jetzt Fragen in die Kommentare schreiben. Diese werde ich dann in einem Q&A beantworten. Lasst auf jeden Fall eurer Fantasie freien Lauf. Ihr könnt alles bringen, was ihr habt. Ich werde versuchen, diese Fragen so gut es geht zu beantworten. Und dass da was Richtiges bei rumkommt, haben wir ja gesehen durch die Theorien, die ich gemacht habe. Es scheint sich wohl zu bewahrheiten, das mit Alabaster. Wie gesagt, wir haben es schon damals gemerkt, mit dem fehlenden Schwert auf dem leeren Thron. Das war das Schwert von Alabaster. Und Imusama hat dieses Schwert genutzt, um die Steckbriefe von Ruffy, Blackbeard, zu zerschneiden. Und das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass vielleicht nicht nur Joyboy mit im Geschehen war und Lily haben wollte, sondern vielleicht sogar auch der Vorfahre von Blackbeard. Ich habe ja gerade eben noch eine dritte Partei erwähnt, Davy Jones, aber das wäre jetzt für dieses Video zu viel. Wir werden uns auf jeden Fall allen Dingen stellen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, der Manga pausiert. Deshalb, Freunde, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal auf Kozuki One Piece.